guten Abend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, jetzt verrate ich Ihnen mal mehr zu dieser Geschichte. Es geht um diesen besonderen Tag, so eine Hochzeit. Die wollen wohl alle, die heiraten, ganz unvergesslich feiern. Und dazu gehört ja auch ein schöner Ort. Zum Beispiel der Hof Niermann in Waltrop. So, 65 Paare wollten genau da ihre Hochzeit feiern und mussten eine wirklich bittere Erfahrung machen. Den Hochzeitstermin, den hatten sie fest gebucht, aber den gab es gar nicht. Ein Angestellter hatte diese Termine gleich mehrfach vergeben und dafür ordentlich Anzahlung kassiert. Der Schaden, Achtung, fast 230.000 Euro. Und heute begann eben vor dem Landgericht der Prozess. Waldemar D. sitzt seit März diesen Jahres in U-Haft. Er soll 65 Hochzeitspaaren den wohl wichtigsten Tag ihres Lebens ordentlich versalzen haben. Die Masche? Hier auf dem Hof Niermann soll er als Veranstaltungsleiter Hochzeitstermine gleich mehrfach verkauft und dafür im Einzelfall über 10.000 Euro Anzahlung kassiert haben. Für den Hofbesitzer ist das heute darum ein wichtiger Tag. Bin mal gespannt, was das hier gibt. Ich gehe mal davon aus, dass er, ich hoffe, dass er eine gerechte Strafe kriegt. Und für mich ist das praktisch eine Genugtuung für das, was er gemacht hat. Und ich lass mich mal überraschen, was da heute so alles gibt. Seine Frau Renata ist als Zeugin geladen, denn sie hat sich um die Veranstaltungen auf dem Hof gekümmert. Von dem Betrug hat sie erst Wind bekommen, als Mitte 2021 auf einmal Brautpaare auf dem Hof standen, die sich sicher waren, einen festen Hochzeitstermin gebucht zu haben, den es so aber gar nicht gab. Das Wiedersehen vor Gericht für Renata Niermann nicht leicht. Das fühlt sich jetzt schon sehr unangenehm an und ich will ihn ignorieren. Natürlich tut das weh, was er meinem Betrieb, meine Familie und meinen Gästen angetan hat. Jedoch ist mir jetzt wichtig, dass er eine gerechte Strafe bekommt und dass ich ihn loswerde. Bei seiner Festnahme hatte Waldemar D. noch alles abgestritten. Heute allerdings legt er ein Geständnis ab. Er gibt zu, die Gutgläubigkeit der Hochzeitspaare ausgenutzt zu haben. Gut möglich, dass er dafür lange ins Gefängnis muss. Im Falle einer entsprechenden Verurteilung droht dem Angeklagten also eine Gesamtfreiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren, wobei im Rahmen der Strafzumessung natürlich auch die Vorstrafenberücksichtigung finden werden. Denn der Mann ist mehrfach vorbestraft. Schuld an allem sei seine Spielsucht. Einen großen Teil der fast 230.000 Euro Schaden haben die Niermanns beglichen. Geld, das sie wohl nie wiedersehen. Ja, Hoffnung ist immer da, aber wenn man so hört, wie das alles gelaufen ist, denke ich mal, das meiste Geld wird weg sein. Familie Niermann braucht auf jeden Fall Geduld. Für den Prozess sind noch 5 weitere Verhandlungstage angesetzt.